Servus und hallo. Ja, heute das Highlight bei mir hier auf dem Tisch. Ich freue mich auch schon, diese Dinge im Garten zu verbauen. Natürlich geht es wieder mal um Solar. Eine Solarlichterkette der besonderen Art. Und ihr seht es schon. Boah, es ist so geil. Es ist einfach nur geil. Und zwar warum und weshalb? Weil wir haben einmal hier eine Fernbedienung. Wir haben hier einen Erdspieß für dieses Teil hier zu montieren. Mit dabei gibt es hier eine Bedienungsanleitung, die brauchen wir aber nicht. Das legen wir jetzt mal weg. Und wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Also Erdspieß oder ihr könnt das Ganze natürlich auch hier mit dieser Halterung ohne Erdspieß an die Wand montieren. Das ist schon mal eine feine Sache. So, was ist nun so fein? Wenn ihr euch das anschaut, seht ihr hier, das ist zwar alles Plaste, aber hier ist eine Glühbirne nachgebildet. Sieht sehr schön aus. Im Inneren gibt es diese kleinen LED-Drähtchen. So, wenn ich das Ganze jetzt anschalte und dann sieht das hier so aus. Das ist jetzt mal ein Modi. Eine von vielen, wir können das natürlich auch umschalten, dass sie dimmen oder flimmen von hell auf dunkel. Auch eine Möglichkeit. Hier seht ihr wieder ein schnelleres Flimmen oder hier eben ein schönes Dauerleuchten, was auch sehr schön ist. Es gibt hier extrem viele, ihr seht jetzt hier in der Birne selber blinken die LEDs alle und das Ganze, und das finde ich so toll, ihr habt hier kein Kabel, ihr habt hier ein Hanfseil als Außenmantel, was sehr schön aussieht. Diese Kette selber ist mit 20 Glühbirnen verteilt auf eine Länge von 8,7 Meter. Das Ganze ist IP65, also könnt ihr gerne und ohne Probleme draußen im Freien montieren. Regenwasser macht dem Ganzen hier nichts aus. Wichtig ist zu wissen, ihr habt hier das Solarpanel. Im Solarpanel sind Akkus verbaut, die tagsüber im Sonnenlicht hier geladen werden, damit ihr nachts euren Spaß habt und habt eine schöne Deko im Garten. Ja, ihr seht, das Ganze, sobald ich jetzt hier das Solarpanel auf den Tisch lege, geht auch das Licht an. Warum? Weil hier ein Dämmerungsschalter drin ist. Der erkennt, jetzt wird es dunkel, jetzt muss ich aktiv werden. Ja, die Verarbeitung von den Teilen hier ist eben ganz normal. Das hier ist Laste. Hier Hunde, der Hähne, das scheint mehr so eine Art Aluminium zu sein. Und wie gesagt, das Schöne an der ganzen Sache ist, ja, ich wollte gerade sagen, das Schöne an der ganzen Sache ist, es sieht einfach toll aus. Was ich jetzt ad hoc sehe, was nicht so schön ist, ist, dass hier die Kabel, wenn ihr hier mal schaut, ihr seht es, ich kann die Kabel hier komplett reindrücken. Das ist jetzt eine Sache, die ist nicht so dolle. Und da muss ich jetzt auch mal gucken, wenn ich die im Garten montiere, weil die soll ja schon ein bisschen gespannt sein. Nicht, dass mir hier die Dinge rausreiße. Aber da werde ich euch natürlich unten drunter im Bewertungskästchen auch noch schreiben, wie sich das Ganze im aufgebauten dargestellt hat oder wie es hält. Das ist mir jetzt hier alles so ein kleines bisschen wackelig. Da hätte man gegebenenfalls vielleicht auch mal irgendwie so mit einem Heißkleber oder so das festmachen können. Aber okay, ich werde das jetzt im Garten montieren und werde euch dann meinen Erfahrungsbericht hier noch dabei schreiben. Ich bedanke mich fürs Anschauen meines Videos, wünsche euch weiterhin eine gute Zeit auf Amazon. Adele Garnele!